Falle Bastelzeit, heute mal wieder ein bisschen was aus der Netzwerkecke. Hatten wir hier ja schon ein paar Mal, wir hatten ein bisschen WLAN gemacht, wir hatten auch ein bisschen was mit verkabelten Netzwerken gemacht. Aber wenn wir verkabelte Netzwerke uns angeguckt haben, dann war das bisher immer das hier. Ja, Twisted Pair, Kupferkabel mit so RJ45 oder 8PRC, wie sie auch heißen, Steckern, die entsprechend überall quasi für Netzwerk genutzt werden. Aber, naja, auch wenn das hier natürlich seine Daseinsberechtigung hat, so Kupferkabel, die haben ihre Probleme. Und immer dann, wenn Kupfer an die Grenzen stößt, da wird's dann Zeit für sowas hier. Das hier, das ist eine Glasfaser oder auch Lichtwellenleiter genannt. Das ist auch ein Kabel, aber während wir hier bei dem Kupfer mit Strom arbeiten, arbeiten wir hier mit Licht. Das heißt, da ist kein Leiter drin, kein Metall drin, der Strom hin und her schickt, sondern, wie der Name schon sagt, meistens Glas oder was Ähnliches, was Licht von einem Ende des Kabels zum anderen Ende schickt. So Lichtwellenleiter, die haben ein paar Vorteile gegenüber den klassischen Kupferkabeln, und zwar hauptsächlich, wenn es um Störungen geht. So ein klassisches Kupferkabel, das hat ja Leiter drin, worüber wir Strom schicken, und wir alle wissen ja, vielleicht noch aus der Schule, wenn wir durch einen Leiter Strom schicken, baut sich ein Magnetfeld auf. Wenn wir den Strom ändern, also hin und her schicken, dann wird auch das Magnetfeld immer größer und kleiner. Das ist ein Problem, denn so kann von einer Ader auf die nächste Ader etwas übertragen werden. Die eine Ader kriegt Strom, es baut sich ein Magnetfeld auf, das Magnetfeld geht in die andere Ader, die nebendran liegt, rein, wo eigentlich gar nichts sein sollte. Aber dadurch kommt ein kleiner Strom hin und dann haben wir ein kleines Problem, denn plötzlich haben wir auf beiden Adern dasselbe Signal, obwohl wir es ja nicht haben wollen. Das ist das sogenannte Übersprechen. Das ist eines der großen Probleme bei Telekommunikation und so. Und dann auch der Grund oder einer der Gründe, warum euer DSL so langsam ist. Solche Störungen stören halt. Bei Glasfaser ist das kein Problem. Den interessieren solche elektromagnetischen Strahlungen gar nicht. Das heißt, da können wir tun, was wir wollen. Da kann auch irgendwie ein schweres Stromkabel von irgendeinem Riesenmotor daneben sein, was die ganze Zeit an und ausgeht. Interessiert die Daten hier drin nicht. Die kommen nach wie vor richtig am anderen Ende an. Hat ein paar andere Nachteile, es ist halt nicht so flexibel, man kann es nicht so einfach knicken, aber das sollte man halt mit denen hier auch nicht machen, also nee, nicht ganz so problematisch. Und dadurch, dass wir hier diese ganzen Störungen nicht so haben, können wir hiermit auch weitere Strecken überbrücken. So ein Standard-Netzwerkkabel Ethernet hat eine maximale Länge laut Definition von 100 Metern, mit DSL kriegt man ein paar Kilometer hin. Hier so eine reguläre Glasfaser, 10, 20 Kilometer sind so mit den handelsüblichen Sachen drin. Und wenn man da in die teureren Regionen geht, ist auch größere Strecken kein wirkliches Problem. Deswegen basiert halt fast alles, was Weitbereichskommunikation ist, auf diesen kleinen Dingern hier. Die habt ihr eventuell auch schon mal an anderen Stellen gesehen. Relativ bekannt zum Beispiel solche Glasfaserlampen hier. Da haben wir unten drin eine Lichtquelle, oben drüber diese Fasern hier, die nach oben rausgehen. Da kommt dann am Ende das Licht raus. Da sehen wir das Prinzip relativ schön. Etwas anderes, was man eventuell von zu Hause kennen kann, ist Toslink. Das ist so ein Stecker zur Audioübertragung. Findet man zum Beispiel bei Fernsehern, AV-Receivern oder größeren Audioanlagen. Wer so irgendwas in Richtung Heimkino oder so macht, hat die bestimmt schon mal gesehen oder vielleicht auch genutzt. Sind da relativ beliebt, eben weil sie recht wenig Störungen machen. Die beiden, die gucken uns aber nicht weiter an. Zum einen, das ist kein Glasglas, das ist meistens ein Plastik, was für dieses Kabel verwendet wird. Und als Lichtquelle ist üblicherweise da eine LED verbaut oder sogar eine Glühbirne. Und LEDs sind aber zu langsam für hochfrequente Datenübertragung, deswegen die in Netzwerken heutzutage eingesetzten Fasern, die sind meistens wirklich aus einem Glas gefertigt. Und zum Senden nutzen wir die wesentlich schnelleren Laser, sodass wir auch auf die Geschwindigkeiten kommen, die so eine Faser übertragen kann. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach mal an, welche Fasernarten gibt es, wie sind die aufgebaut und was können wir auf Netzwerkseite denn mit denen so reißen. Schauen wir uns erstmal das Glasfaserkabel an, was ich in der Hand hatte. Das ist ein Patchkabel, ist also eher was für innerhalb von einem Verteilerschrank was anzuschließen, vielleicht ein Endgerät anzuschließen, also was für die kurze Strecke. Und wenn wir uns das näher anschauen, dann sehen wir schon, da sind auch zwei Stränge drin. Das heißt also, es sind eigentlich zwei Glasfasern, die nebeneinander geklebt sind. Das hat damit zu tun, dass bei den meisten Glasfasertechniken es für jede Richtung eine Faser gibt. Das heißt also, von Gerät A nach B ist eine und von B nach A zurück ist dann die zweite. Was wir auch sehen, es gibt verschiedene Farben, die sind nicht ganz normiert, aber die meisten Hersteller halten sich dran. Damit wird zum einen gekennzeichnet, was für ein Typ von Glasfaser es ist, denn es gibt da zwei verschiedene, die eingesetzt werden, nämlich Single Mode, beziehungsweise wird auch Mono Mode genannt,
und die zweite wäre Multimode. Die Unterschiede zeige ich euch gleich noch. Und zumindest bei Multimode steckt in der Farbe auch die Qualität drin. Wenn wir hier zum Beispiel mal auf das Orangene näher rangehen, Fiber MM für Multimode, 50-125 Mikrometer, das sind die Größen. UM2 steht für Optical Multimode Qualität 2. Je höher die Zahl, desto höhere Geschwindigkeiten oder Reichweiten kann man meistens erreichen. Und in dem Fall hier noch LSZH, das heißt, dass das Ding im Brandfall wenig Rauch verursacht und kein Halogen enthält. Das ist teilweise auch wichtig zu wissen. Die Türkisen ist quasi dasselbe, ebenfalls Multimode 50-125, allerdings hier OM3. Das heißt also Orange ist 2, dieses Türkis, Aqua, was auch immer, ist OM3. Und was ich hier noch habe, das ist die gelbe, das ist eine andere Technik, das ist Fiber SM, also Single Mode, 9-125. Wir sehen also, da sind die Größen auch anders. Und auch hier Low Smoke, Zero Halogen. Jetzt haben wir ja schon gelernt, es gibt da zwei Typen, die Mono-Mode und die Multimode. Also gucken wir mal, wo da der Unterschied ist. Wir haben ja schon gesehen, dass da eine Größenangabe unterschiedlich ist. Und zwar bezieht sich das auf den eigentlichen Kern, der die Daten überträgt, also das Licht. Bei Multimode sind das üblicherweise 50 Mikrometer, also 0,05 Millimeter. Und bei Mono-Mode sind es sogar nur 9 Mikrometer, also 0,009 Millimeter. Warum gibt es jetzt die Unterscheidung? Nun ja, gucken wir uns doch mal hier so eine Multimode-Faser an. Sagen wir, wir haben hier unseren Kanal von der Seite drauf geguckt und der ist 50 Mikrometer hoch. Wenn wir da jetzt ein Licht drauf scheinen, dann könnte man ja meinen, das geht einmal in der Mitte durch. Ja, tut's auch. Aber wir können halt nie sicherstellen, dass das Licht wirklich gerade reingeht. Deswegen kann es auch vorkommen, dass da ein bisschen Licht nach oben geht oder nach unten. Und das wird von der Wand zwar jetzt wieder reflektiert und geht dann sozusagen im Zickzackmuster oder Wellenmuster da wieder weiter und kommt genauso auch am Ende an. Aber das Licht, was in der Mitte gerade durchläuft, hat einen wesentlich kürzeren Weg als das Licht, was da so hoch und runter geht. Und auch wenn wir hier von Lichtgeschwindigkeit reden, das macht am Ende einen Zeitunterschied. Das heißt, das Licht, was wir gerade reingefeuert haben, ist früher da am Ende als das Licht, was da den weiteren Weg genommen hat. Signaltechnisch heißt das, dass das Signal so ein bisschen auseinanderläuft. Wenn wir eine kurze Spitze reingeben, dann ist die hinten ein bisschen breiter. Und da kommt die Monomode ins Spiel, da haben wir ja nur 9 Mikrometer. Das heißt, die Wege, wenn da irgendwann mal was hin und her geht, die sind deutlich kleiner und entsprechend wird auch das Signal, was wir hinten rausbekommen, deutlich schärfer. Läuft also nicht mehr so weit auseinander. Hat natürlich auch einen Nachteil, wir müssen deutlich mehr Leistung draufgeben, denn es passt ja sozusagen nicht so viel Licht durch. Wir brauchen im Zweifelsfall also eine höhere Sendeleistung. Auf kurzen Strecken, da macht das nicht so wirklich viel aus, ob man jetzt Single Mode oder Mono Mode holt. Aber bei längeren Strecken, da ist es natürlich wichtig, dass man möglichst das Signal am Ende noch sinnvoll rausbekommt. Denn je länger das Kabel, desto weiter läuft es natürlich auch auseinander. Deswegen für längere Strecken nutzt man üblicherweise Single Mode. Bei kürzeren, klassischerweise hat man viel Multimode genutzt, weil es günstiger war. Heute macht es preislich nicht mehr ganz so viel aus. Von daher ist beides da ein bisschen zu finden. Und hier nochmal mit Spiegeln ein bisschen gezeigt. In der Mitte geht's gerade durch und wenn wir zur Seite irgendwie schräg reinschießen, dann kommt halt dieses Hin- und Her-Muster. Aber das Ganze geht trotzdem weiter und kommt am Ende auch an, hat aber entsprechend einen längeren Weg. Zugegeben bei Glasfaser dann natürlich nicht mehr viereckig und mit Spiegeln, sondern Überbrechungsindex. Aber meh, Konzept ist dasselbe. Und wenn wir hier auf die Tabelle gucken, die kommt von der Wikipedia, wir haben oben die einzelnen Kabelarten, Multimode mit OM1 bis OM4 und rechts Single Mode. 1 und 2, die Qualitätsstufen sind zusammengefasst, das macht nicht wirklich was in der Praxis aus. Wenn wir gucken, bei einem Gigabit für Multimode nutzt man üblicherweise 1000 Base XX mit 850 Nanometer, das ist so knapp an der Infrarotgrenze. Das schaffen wir so mit OM2 500 Meter, mit den neueren Kabeln vielleicht 1 Kilometer. Bei Single Mode nutzt man üblicherweise 1000 Base LX, da reden wir dann von 5 Kilometern. Das läuft dann bei 1310 Nanometer, das ist schon sehr tief im Infrarot drin. Und mit den entsprechend teureren Transceivern, also ZX, EX und so, da kann man bis zu 120 Kilometer auch schaffen. Bei 10 Gigabit, da geht die Multimode-Faser dann schon sehr schnell in die Knie. 80 Meter für OM2, 500 Meter für OM4
Und die Single Mode, die macht da 10 Kilometer hoch bis 80 Kilometer locker mit. Selbes dann auch bei 40 Gigabit, wobei das zumindest mal in so den kleineren Installationen eigentlich heute noch ein bisschen zu teuer ist. Und 100 Gigabit, das ist noch in der Spezifizierung, da wartet man noch ein bisschen ab. Das sind dabei so die Standards, also 850 und 1310 Nanometer, eventuell noch so die 1550. Prinzipiell kann man aber bei den Glasfasern zumindest mit Einschränkungen einen größeren Bereich von Farben übertragen. Diese Wellenlängen, das bezieht sich ja auf die Lichtfarbe. Dadurch ist es dann auch möglich, mehrere Farben auf so einem Kabel zu machen. Und dann hat man quasi auf einem Kabel mehrere virtuelle Kabel, die sich gegenseitig auch nicht so wirklich stören. Und dann kann man entsprechend da mehrere Leitungen drüber machen. So ein guter WDM, der macht dann auch locker mal so hoch bis 40 Kanäle. Und wenn man dann irgendwie 40 Kanäle hat, die dann jeweils irgendwie 10 Gigabit oder so fahren, das ist dann natürlich schon mal ein bisschen was an Leistung. Und da reden wir nur über ein einziges Faserpaar. Und ja, bei den Geschwindigkeiten und Längen könnt ihr euch ja denken, weswegen man heutzutage Glasfaser einsetzt und eigentlich nirgendwo mehr Kupfer sehen möchte, wenn es darum geht, schnell und über lange Strecken zu übertragen. Aber genug Theorie, gucken wir mal, wie so ein Kabel wirklich aufgebaut ist. Also nehmen wir uns das Patchkabel hier mal vor und zerlegen das Stück für Stück. Der erste Blick sieht hier so aus. Wir sehen schon ein bisschen was. Wir haben außenrum die entsprechend in Aqua gehaltene Hülle. Wir haben dann hier diese Fasern, das ist eine Art Kevlar-Material oder sowas, einfach nur zum Verstärken und Puffern. Dann haben wir hier in Orange nochmal irgendeine Hülle drin und eventuell seht ihr da hier das Weiße in der Mitte. Das ist die eigentliche Glasfaser. Gehen wir mal näher ran. Also Schritt 1, die äußere Hülle. Wenn wir die wegnehmen, dann haben wir entsprechend hier dieses Kevlar. Das ist so haarartiges Material, das einfach nur zur Verstärkung dient. Muss man ein bisschen aufpassen, das ist ja Kevlar halt. Ihr kennt es vielleicht, damit werden schusssichere Westen und so hergestellt. Das ist ein bisschen stabiler. Dann haben wir innen drin dieses Orange. Das ist nochmal eine Art Schutzhülle, die die eigentliche Faser da drin nochmal schützt. Wenn wir die dann wegholen, wo ist es? Dann kommen wir zur eigentlichen Faser. Ich mache mal gerade das Kevlar weg. So, hier kann man es so ein bisschen sehen. Da haben wir also wirklich Glas. Ihr seht es eventuell, dass das auch schon so halb durchsichtig ist. Aber auch das, was wir hier sehen, das ist noch nicht die eigentliche Glasfaser. Das ist nämlich nochmal eine Plastikhülle drum. Wenn ich hier so drücke, kann man, denke ich, sehen, dass das so ein bisschen gelartig ist. Wir müssen also noch näher rein. Und das sehen wir hier. Das ist die eigentliche Glasfaser. Hoppala, da sieht man schon, sie bricht schon. Die ist entsprechend dann auch empfindlich. Brechen wir mal ein Stück ab. So, hier haben wir sie. Aber das ist jetzt auch noch nicht die Glasfaser, womit wir unsere Daten übertragen, sondern das hier sind wirklich auch nochmal zwei Schichten. Das, was Sie hier sehen, ist das Außenglas, was reflektiert. Und eventuell seht ihr in der Mitte, man kann es nicht so ganz sehen. Dann schauen wir halt mit dem Mikroskop hier von der Bruchstelle aus drauf. Und hier kann man es schön sehen. Wir haben in der Mitte den hellen Punkt. Das ist der eigentliche Kern. Das ist das innere Glas. Und außenrum das, was so ein bisschen dunkler und rund ist, das ist der Mantel, das sogenannte Cladding, was wir außenrum gesehen haben. Das ist eine Multimode-Glasfaser, das heißt hier das Äußere. Der äußere Kranz, der ist 125 Mikrometer. Und das in der Mitte, das sind so ungefähr 50 Mikrometer, wo dann das Licht durchgeht. Das Prinzip dahinter, das basiert auf der Lichtbrechung. Das äußere Glas, was hier dunkler erscheint, hat einen anderen Brechungsindex als das Glas in der Mitte. Das ist dann wie so üblicherweise, ihr kennt das vielleicht vom Wasser, wenn man da was reintut, dann bricht ja auch das Licht. Und hier nutzt man diese Effekte, um entsprechend eine Reflexion zu erreichen, sodass das Licht immer wieder in den inneren Kern reinreflektiert wird, wie wir das eben gesehen haben. Das hier war dabei, wie gesagt, nur eine Faser oder ein Stück von diesem Patchkabel, wo zwei nebeneinander geklebt sind. Die verlegt man so natürlich nicht in Wände oder gar draußen. Da nutzt man ein Installationskabel. Können wir auch mal gucken. Da haben wir zum Beispiel das hier. Da sehen wir, in der Mitte haben wir die einzelnen Glasfasern. Das sind hier diese bunten Dinger. Die sind farblich in dem Fall hier markiert, sodass man die am Ende auch wiederfinden kann. Und wir sehen, hier sind relativ viele drin. Ich glaube, das hier müssten ein 6er oder ein 8er sein. Ne, sind sie, glaube ich, sogar noch mehr. Entsprechend viele einzelne Äderchen innen drin. Dann haben wir da außenrum so ein Kunststoffrohr, wo die alle drin sind. Das ist auch nochmal gefüllt mit so einem Schutzgel. Und dann außenrum jede Menge Hülle, einfach um das Ganze hier zu schützen.
Anderes Kabel, ähnlicher Aufbau hier. Das ist eins, was ich gerade hier am Nutzen bin. Da sehen wir auch außenrum jede Menge Schutz. In der Mitte so ein gelbes Kunststoffröhrchen. Und in dem haben wir dann die eigentlichen Glasfasern, die hier auch farblich markiert sind. Auch hier wieder so ein Gel drin als zusätzlicher Schutz. Und dann entsprechend hier in dem Fall 4 Fasern, die dann am Ende die Daten übertragen können. Für das Ende von so einem Kabel, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, wenn man das Ding fertig kauft, ist dann meistens mit Stecker. Dann hat man hier am Ende vom Kabel eine fertige Stelle, wo das Ding zusammengemacht wurde vom Hersteller. Und am Ende sind dann einzelne Fasern, die in dem Fall hier auf diese ST-Stecker gehen. Wir sehen, die sind hier alle auch beschriftet. H und dann entsprechend von A bis H durchnummeriert. Und so kann man die dann nach und nach ankleben. Möchte man sinnvollerweise nicht, wie jetzt hier geschehen, ohne irgendwelche Schutzkappen aufbewahren und auch sonst ein bisschen aufpassen. Die hier sind ein bisschen problematisch, aber ihr habt ja gesehen, das Kabel hier ist ohnehin nicht mehr am Stück und stattdessen kann man das hier halt einer anderen Verwendung zuführen, denn wie ihr seht, das hier ist ein ganz guter Handgriff und das hier, das tut weh, wenn das jemanden trifft. Also, wenn irgendein Benutzer das Netzwerk kaputt machen möchte, ich würde empfehlen, in Deckung zu gehen. Aber kümmern wir uns mal wieder um die Stecker. Wir haben ja schon einen gerade gesehen. Das ist der ST-Stecker. Fangen wir mit dem an. Wenn wir hier gucken, wir haben jetzt 2 Stück. Einen mit hinten rot, einen mit hinten schwarz. Wie schon gesagt, Glasfaser meistens werden im Doppelpack verwendet. Einen für den Hinweg, einen für den Rückweg. Daher jetzt hier auch 2. Was wir hier haben, das ist einmal hier vorne der Bereich, der ist jetzt mit einer Schutzkappe verdeckt. Der kommt in das Modul rein, was dann entweder eine weitere Glasfaser anbindet oder einen Sender bzw. Empfänger drin hat. Die Vorderseite von hier diesen ST-Steckern, die besteht dabei hier aus dieser weißen Plastik, aus diesem weißen Plastikstab. Der ist vorne ein bisschen angeschrägt, wie wir eventuell sehen können. Ja, von vorne drauf gucken. Dann sieht das hier so aus und wir sehen in der Mitte dieses kleine Loch, das ist die Stelle, wo die Glasfaser rauskommt. Das ist in dem Fall hier eine Multimode-Glasfaser, also was waren es, 65 oder 50 Mikrometer, je nach Typ. Ich weiß nicht, was das hier genau war, hier steht nicht viel drauf. Das können wir aber auch nachweisen, wenn ich mal das andere Ende in eine Lampe reinhalte. Da müsste man eigentlich... Ja, ich denke, da kann man sehen, dass da das hell und dunkel wird in der Mitte. Und wenn wir dunkel machen, dann sehen wir das natürlich viel, viel besser. Wunderschön. Glasfaser mit einem, in dem Fall hier, ST-Stecker. Was wir aber noch brauchen, ist nicht nur der Kontakt, sondern die Glasfaser muss auch an das andere Ende angedrückt werden. Wir müssen ja hier ja quasi so komplett drauf und das möglichst genau. Für das Genau haben wir ja hier diese entsprechende weiße Hülle außenrum, die das Ganze zentriert. Aber... das Andrücken, das muss man noch machen. Und dafür ist hier hinten diese Überwurfmutter, wie man auch immer das Ding nennen kann. Da ist, wie ihr hier seht, so eine Bohrung drin, die hier reingeht, rausgefräst, dann rüber und so. Das ist ein Bajonettverschluss, das heißt, man steckt den hier rein. Dabei muss man aufpassen, hier gibt es eine Arretierung, die muss üblicherweise nach oben sein. Da seht ihr sie. Hier ist ein entsprechender Stift, der dafür sorgt, dass man das Ding nicht verdrehen kann. So wird das Ganze reingesteckt. Dann gehen entsprechend ein paar Nasen oder so Punkte von der anderen Seite hier durch. Und was wir jetzt haben, hier in dem Ding ist eine Feder. Wir drücken den jetzt nach vorne, drehen den und würden dann entsprechend diese Punkte von dem anderen Ding hier einrasten lassen. Und durch die Feder bleibt das Ding halt schön angedrückt und wir sind relativ sicher, dass wir einen guten Kontakt haben. Der ST-Stecker ist dabei eher ein älteres Modell, wird in neueren Installationen kaum noch verwendet. Da gibt es ein paar andere Steckertypen, die man sehr viel häufiger antrifft. Einer davon, das ist der hier, das ist der SC-Stecker. Wie wir sehen, auch hier 2 Glasfasern, wie auch eben. Allerdings setzt man das Ding relativ selten hier so ein, sondern in häufigen Fällen mit so einem Clip drüber. Das sieht dann hier so aus. Damit haben dann die beiden Glasfasern einen definierten Abstand. Es gibt ein Oben-Unten, das ist hier drin kodiert. Und so kann man dann eine Strecke, also Hin- und Rückweg, immer gleichzeitig ein- und ausstecken. Und entsprechend haben wir dann hier einen Stecker, der 2 Glasfasern rausgibt. Wir sehen, wie der hier eingesteckt wird. Zusätzlich gibt es hier oben noch so Stifte, die sorgen dafür, dass man den nicht falsch rum einstecken kann. Also das... die Richtung immer stimmt. Außerdem gibt es hier an der Seite diese Aussparungen. Die klippen entsprechend in Clips hier im Stecker ein. Wenn wir von der Vorderseite mal drauf gucken, dann sieht das erstmal recht ähnlich aus. Wir haben zwar diesen viereckigen Aufbau außen rum. Sehen wir hier hinten.
also nicht viereckig, aber so außeneckig, innen rund. Und in der Mitte ist quasi fast derselbe Stift. Wir sehen auch hier das Loch in der Mitte. Und so wird bei SC das Ganze eingesteckt. Der letzte relativ verbreitete Stecker, das ist der LC-Stecker. Der ist deutlich kleiner, sieht hier so aus. Auch die werden üblicherweise mit hier so einem Clip zusammengemacht, dass man zwei Glasfasern für die ganzen Strecken hat. Die haben hier oben so einen Clip-Mechanismus, damit rasten die ein. Vorne Kappe und wenn wir von vorne drauf gucken, dann sieht der Aufbau erstmal ein bisschen ähnlich aus wie der SC. Wir haben diese Schutzhülle halbeckig, halb rund außenrum, in der Mitte ein Stift mit einem Loch drin. Allerdings, man kann es eventuell so ein bisschen erkennen, der Stift ist deutlich dünner. Bei ST und SC sind die Stifte, haben die innen drin, soweit ich mich entsinne, denselben Durchmesser. Hier der ist deutlich kleiner, aber auch hier sehen wir, oben ist entsprechend das Löschelchen. Und so wird der Kontakt hergestellt. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, der wird gemerkt haben, dass ich beim SC nichts gezeigt habe, womit das Ding wirklich Anpressdruck bekommt bei der Faser und auch hier bei LC nicht. Ja, der Trick steckt hier vorne in der Faser, wenn wir hier nämlich gucken, die lässt sich reindrücken. Die ist nämlich selber gefedert gelagert. Hier in dem Stecker, da steckt eine Feder drin. Praktischerweise ist der hier schon ein bisschen gerissen, dann können wir den auch direkt aufmachen. Und wenn wir hier vorne das abziehen, dann sehen wir entsprechend hier diese Vorrichtung mit dem vorderen Arretierungsstift, die Feder dahinter, sodass wir das reindrücken können. Und dahinter haben wir dann die eigentliche Glasfaser hier, die ich gerade hier fleißig aus dieser äußeren Hülle offenbar rausziehen will. Na gut, ja, Stecker, halber Stecker oder so. Hier können wir mal schauen, wie das Ganze so einklippt. Wir sehen, der geht hier rein und dann klippt der hier oben entsprechend. So, und so ist der jetzt da drin bei den anderen. Und wenn wir ihn wieder rausholen wollen, drücken wir entsprechend hier oben dieses Dinge. Und das Ganze wird theoretisch gelöst und kann wieder raus. Die Vorderseite von all diesen Steckern ist in fast allen Fällen glatt geschliffen. Das heißt, wir haben ja diesen Arretierungsstift, der meistens aus Plastik, Keramik oder sonst was ist. Und in der Mitte die Glasfaser. Und das Ganze wird so geschliffen, dass Glasfaser und außenrum das eine glatte Fläche bilden, die dann entsprechend genauso glatt wieder auf den anderen drauf geht. Es gibt auch Techniken, wo man das Ganze mit einem Winkel dann anschleift. Das kann in einigen Situationen die Qualität von der Steckverbindung dann noch verbessern, ist allerdings eher eine spezielle Sache. Woran man sich da so ein bisschen orientieren kann, ist wieder die Farbe. Ihr habt ja gesehen, ich hatte blaue Stecker, ich hatte graue Stecker, das sind alles diese gerade geschliffenen. Die nicht gerade geschliffenen, die sind dann zum Beispiel grün. Also wenn der Stecker und das, wo ihr reinstecken wollt, unterschiedliche Farben habt, na, da würde ich dann nochmal nachschauen, ob das laut Datenblatt überhaupt zusammengesteckt werden darf. Denn wenn ihr einen falschen Stecker in einen falschen Empfänger steckt, ne, das kann euch die Faser kaputt machen. Weiter geht's. Wie kommt der Stecker auf die Faser drauf? Na, in den meisten Fällen, muss man ehrlich sein, ist es am sinnvollsten, fertig konfektionierte Kabel zu kaufen, wo also der Stecker schon fertig dran ist. Man gibt dem Hersteller die Länge und er liefert das passend dann bei euch ab. Wenn es wirklich darum geht, dann Glasfasern zu verbinden, da gibt es dann verschiedene Techniken für. Die verbreitetste, das ist das sogenannte Spleißen. Dazu nimmt man die Glasfaser, die man gerade verlegt hat, plus eine andere Glasfaser, also entweder eine weitere Strecke, die wieder weitergeht, oder was man häufig macht, ein sogenanntes Pigtail, ist ein kurzes Stück Kabel mit einem Stecker fertig dran. Die werden vorbereitet, in einen speziellen Apparat eingelegt und der erzeugt dann einen Lichtbogen, womit er das Glas zusammenschmilzt. Klingt jetzt aufwendig und kompliziert? Ja, so ganz kompliziert ist es heutzutage nicht mehr. Die Maschinen machen quasi alles von alleine, aber die kosten dann auch entsprechend, also so 4- bis 5-stellige Beträge muss man da einrechnen. Ist jetzt kein LSA-Auflegewerkzeug für 5 Euro aus dem Baumarkt. Eine Alternative ist es, die Stecker direkt auf die Glasfaser zu machen. Da gibt es die klassischen Varianten. Da wird es so gemacht, dass man die Glasfaser sozusagen abisoliert, durch einen leeren Stecker durchschiebt, sodass die vorne wieder rauskommt, wird dann mit Epoxidharz oder sowas vergossen und danach wird die Glasfaser vorne mit immer feiner werdendem Schleifpapier abgeschliffen. Da muss man natürlich gucken, das ist auch wieder kein Baumarktschleifpapier, das sind Spezialschleifpapiere, die dann wirklich dazu da sind, da mikrometerweise zu arbeiten. Und auch die kosten natürlich entsprechendes Geld. Das Ganze ist entsprechend aufwendig, weil man sehr lange schleifen muss. In den letzten Jahren sind auch noch immer mehr NPC-Verbinder dazugekommen, Non-Polish-Connector.
Das ist ein ähnliches Konzept. Wir haben auch eine Steckerhülle, wo die Glasfaser reingemacht wird. Hier hat dieser Stecker aber innen drin Führungen und ein Gel mit drin, der dafür sorgt, dass die Glasfaser an die richtige Stelle kommt und die Optik übertragen wird. Mit denen kriegt man in den meisten Fällen einen deutlich schlechteren Kontakt als mit den anderen Techniken, aber man braucht kein zusätzliches Werkzeug. Es ist relativ schnell fertig gemacht. Und wenn man dann an der optischen Leistung genügend Reserve hat, dann kann es durchaus Sinn machen, an der Stelle ein bisschen was einzubüßen, aber dafür eine Menge Geld zu sparen. So, wir wissen jetzt also, wie so eine Glasfaser eine einzelne aufgebaut ist, wie das zu Kabeln zusammengesetzt wird, wie Stecker drankommen. Fehlt nur noch eins, der Stecker muss irgendwo rein. Also, wie kriegen wir so eine Glasfaser an den PC oder ans Netzwerk angeschlossen? Und da brauchen wir dann das letzte Bauteil, nämlich einen entsprechenden Transceiver. SFPs sind dabei die Variante, die aktuell eigentlich überall eingesetzt wird, zumindest so zwischen 100 Mbit und Gigabit. Früher gab es dann noch zum Beispiel die JBICs, das ist dann einfach dasselbe in groß, in dem Fall jetzt hier auf der Vorderseite mit SC statt LC Steckern. Und ansonsten ist es gleich, wir haben TX und RX, auch hier TX und RX und nach hinten die Verbindung zum Switch. Da ist also nicht wirklich viel, was sich geändert hat. Technisch gesehen ist das hier ein Laser auf der TX-Seite, der entsprechend natürlich die passende Wellenlänge hat, also die richtige Farbe für die Faser und Technik. Und auf der RX-Seite, da ist dann entsprechend eine Fotodiode oder etwas Ähnliches, was den Laser der Gegenstelle erkennen kann und das wieder in elektrische Signale verwandeln kann. Wie wir sehen, ist auch hier entsprechend so ein Kreis, der dafür sorgt, dass die Faser da gerade reingeht und Laser bzw. Empfänger da mit der Glasfaser übereinstimmen. Die Elektronik hinten dran, ja, das ist dann hauptsächlich Treiber für den Laser, Verstärker für den Empfänger. Und das Ganze wird dann fast 1:1 umgesetzt auf elektrische Signale, mit denen dann das System dahinter wieder was anfangen kann. Bei Switchen, die SFP-tauglich sind, da hat man üblicherweise dann entsprechende Einschübe, wo man die direkt reinschieben kann. Bisschen beachten muss man dabei, dass es da mehrere Typen von SFP gibt. Der klassische SFP, der kann maximal 1 Gigabit und dann gibt's SFP Plus, die gehen bis 10 Gigabit. Bei ganz neuen Geräten findet man eventuell auch noch QSFP Plus, das ist 40 Gigabit oder QSFP 28, das wären 100 Gigabit. Aber da sind wir schon im sehr teuren Bereich. Bei einigen Switchen braucht man eventuell auch noch eine Art Netzwerkkarte. Zum Beispiel habe ich hier einen, der hat mehrere SFP Ports für Gigabit. Wenn ich aber 10 Gigabit möchte mit SFP Plus, dann muss ich mir noch eine kleine Adapterkarte kaufen, die wird hinten als Modul in den Switch geschoben und so könnte ich dann den 10 Gigabit SFP Plus Port erhalten. Beim PC brauchen wir auf jeden Fall etwas dazwischen, nämlich eine Netzwerkkarte, die hat dann entsprechend einen SFP Einschub oder mehrere und auf der anderen Seite dann das übliche, also PCI Express oder ähnliches. Ja, und ich denke, damit haben wir dann auch alles, was so mit Glasfaser zu tun hat, dass man damit starten kann. Wir haben gesehen, wie das Ganze zusammengesetzt wird. Also, wir können jetzt hier jederzeit unseren Switch holen, packen da ein passendes SFP rein, machen den sauber. Das solltet ihr immer machen. Es gibt hier so Klickdinger, die tut man da rein, lässt einmal klicken und dann wird da der Laser bzw. die Glasfaser gereinigt. Dann würde man entsprechend hier die Glasfaser einstecken, natürlich überall den Staubschutz vorher abmachen. Und die Glasfaser geht dann entweder zum nächsten Switch-PC oder man geht hin und macht Patch-Panel. Kennt das vielleicht von so Kupferdingern, die gibt's auch für Glas. Da hat man dann irgendwie so ein 19 Zoll Ding, wo jede Menge Glasfaserstecker sind. Zum Beispiel eben mit SC und auch da wollt ihr dann natürlich reinigen, beide Seiten zusammenstecken und dann habt ihr eure Glasfaserverbindung. Wie gesagt, kann viele Vorteile haben, ist nicht ganz so anfällig für irgendwelche Störungen, die von außen kommen, kann weitere Strecken entsprechend überbrücken und kann gegebenenfalls höhere Geschwindigkeiten erreichen, wie wir gesehen haben, bis 100 ist mit einer guten Glasfaser durchaus drin. Und Glasfaser ist natürlich insbesondere dann interessant, wenn man irgendwie Standorte miteinander verbinden möchte oder Dinge, wo mehrere Verteiler stehen, miteinander verbinden möchte. Zum Beispiel in einem Gebäude, sagen wir mal, wenn man mehrere Stockwerke hat, würde ich zwischen den Stockwerken halt eher Glasfaser hinmachen. Und eventuell an den einen oder anderen Rechner, wenn der wirklich sehr hohe Anforderungen hat. Gerade wenn viele Dateien hin und her geschoben werden. Zum Beispiel jetzt hier in meinem Fall mit Video editieren. Ja, mit einem guten Videoeditor kriegt man so eine normale Gigabit-Leitung ohne Probleme voll. Da kann es dann eventuell Sinn machen, auch auf Glasfaser zu gehen mit dann 10 Gigabit oder ähnlichem. So, ich bin hier noch fleißig Glasfasern am Legen und hoffe dann, dass am Ende, wenn ich fertig bin, auch das tun, was sie sollen.